Hallo liebe Gartenfreunde, mein Name ist Jörg Schneider von der Gartenbaumschule Schneider aus Berlin-Kladow. Ja, wir wollen uns heute mit einem kranken Oleander beschäftigen und ich möchte Ihnen heute ein paar Tipps geben, damit das, was Sie hier sehen, Ihnen nicht passiert. Hier haben wir einen Oleander, der ein kleines Problem hat. Wie überwintert man Oleander eigentlich richtig? Und der ist hier wahrscheinlich nicht richtig überwintert worden. Man muss ihn natürlich warm stellen zum Winter hin. Also er liebt keine Nachtfröste oder überhaupt Fröste. Aber er darf auch nicht zu warm stehen. Also viele tun den Oleander womöglich ins Schlafzimmer bei 20 Grad oder 18 Grad plus. Das ist dem Oleander deutlich zu warm im Winter. Also die beste Überwinterung wäre so bei plus 5, plus 8 Grad am Fenster hell. Das wäre ein ideales Überwinterungsquartier für den Oleander. Das ist ja in der Regel eine Garage oder wer ein kleines Gewächshaus zu Hause hat. Da steht die Luft natürlich, also wenn man die Möglichkeit hat zu lüften und es ist draußen über Null, also so ein Wind, der dann durchs Zimmer, durch die Anlage weht, ist immer besser. Also eine stehende warme Luft fördert eben die Bildung von Pflanzen, Schädlingen. Hier haben wir sehr gut zu sehen auf der Blattober- und Unterseite sogenannte Schildläuse. Schildläuse bilden so ein braunes Schild, sind völlig unbeweglich und die lassen sich mit dem Fingernagel eigentlich sehr gut entfernen. Und diese helle Perforierung der Blätter, das sind Spinnmilben. Das sieht so aus, als ob die Pflanze zu wenig Chlorophyll hier im Bereich hätte, zu unterversorgt wäre, zu wenig Stickstoff hat. Also das ganze Blatt wirkt wie marmoriert. Aber wenn man genau hinguckt, sind das eine Million von mikroskopisch kleinen Einstichlöchern von diesen Spinnmilben. Und das erzeugt dieses deutlich hellere, perforierte Laub eines Oleanders. Und hinzu kommt noch so ein hässlicher, grauer, fast schwarzer Belag. Das sind die Ausscheidungen jeglicher Schädlinge, die produzieren Kot. Und dieser Kot ist zuckersüß und der klebt dann wie so eine Schicht auf den Blättern. Und durch Dreck und Staub verfärbt sich dann diese Schicht und bleibt an diesem Kot der Läuse, der Tripse, der Schildläuse und auch Spinnmilben dann kleben und hinterlässt so einen hässlichen schwarzen Belag. Der ist gar nicht so unbedingt das Problem, sieht hässlich aus, aber problematischer sind eben diese Saugstellen der Schildläuse und der Spinnmilbe, die man hier sehr schön sieht. Dieser Belag, man nennt ihn auch Rußtau, den kann man eigentlich ganz leicht mit der bloßen Hand so abwischen. Und dann glänzt das Blatt wieder sauber grün. Ist natürlich eine Sisyphusarbeit, aber es lohnt sich, wenn man den Oleander dann, wenn man ihn aus der Überwinterung nimmt, und das ist in der Regel ja so Anfang Mai nach den Eisheiligen, wenn man ihn dann abspült, dann kann man das mit abwaschen. Aber wenn der so befallen ist wie jetzt, müssen wir für die Zukunft, für die Überwinterung etwas ändern. Dabei helfen uns sogenannte kleine Kombistäbe. Diese Kombistäbe habe ich jetzt hier auch dabei. Das sind kleine Stäbe, die sind hergestellt aus Düngesubstanzen. Und in dem Dünger ist eingearbeitet ein Pflanzenschutzmittel. Und dieses Pflanzenschutzmittel hilft uns, diese Spinnmilben und auch Schildläuse und andere Läuse, Tripse und was es alles beim Oleander noch so gibt, zu bekämpfen. Und diese werden dann vor der Überwinterung, also ich habe jetzt Oktober und ich höre im Wetterbericht, ich kriege jetzt minus 10, 15 Grad unter Null, dann nehme ich den Oleander in meine Überwinterung und in dem Moment, wo ich das tue, gebe ich diese Pflanzenschutzstäbchen in das Pflanzensubstrat des Oleanders rein und drückt das sozusagen in den Boden rein und dann wird es danach schon angewässert und dann kommt er in die Überwinterung. Und dann habe ich die Möglichkeit geschaffen, dass der Oleander dieses Pflanzenschutzmittel über die Düngesubstanzen aufnehmen kann über die Wurzel. Dann wird das Pflanzenschutzmittel in die Triebe getragen und in die Blätter und wenn dann der Oleander über Wochen und Monate in der wärmeren Überwinterungssituation steht, dann können sich die
Schildläuse, Blattläuse oder auch Spinnmilben nicht breit machen, weil wenn sie dann anfangen zu saugen, es sind saugende Insekten, und nehmen dann diesen Pflanzensaft mit dem Pflanzenschutzmittel auf, dann sterben sie und ich habe nicht dieses Problem eines starken Befalls von entsprechenden Schadorganismen in der Überwinterung eines Oleanders. Und dann würde ich Ihnen gerne noch mal zeigen, wie das genau funktioniert. Um so Stäbchen dann ins Substrat zu pressen, sollte man sich schon mit entsprechenden Handschuhen schützen, weil das ist ein Pflanzenschutzmittel und das sollte also nicht unbedingt direkt in die Haut gelangen. Und dann nimmt man so ein Stäbchen und setzt das hier an und drückt das dann in das Substrat rein. Dieses Pflanzenschutzstäbchen in Kombination mit Dünger durch das Wasser und die Wurzeln und die Erde löst sich allmählich dieses Stäbchen auf und zerfällt dann in der Erde. Unter Umständen, wenn man merkt, oh, ich habe denn doch vielleicht den ein oder anderen Befall im Winterlager, kann man das nochmal so nach 6 Wochen auch nochmal wiederholen und drückt nochmal entsprechend Stäbchen in den Container. Sie müssen die Packungsbeilagen der Hersteller lesen. Je nach Topfgröße können das 6 bis 8, manchmal sogar 10 Stäbchen pro Kübel sein. Also da sollte man genau lesen, wie groß der Topf ist und wie viele Stäbchen dann pro Topf dann in den Oleanderkübel dann gehören. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar wertvolle Tipps zur Überwinterung von Oleandern mit an die Hand geben, dass Ihnen, wie gesagt, so ein schlimmes, leidiges Bild hier dieses Oleanders bei Ihnen zu Hause nicht passiert. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und alles Gute, bis bald. Tschüss!